Stell dir für einen Moment vor, es ist November und du machst Urlaub im fernen Osten. Erster Halt: Indien. Du startest in Bangladesch und nach 9 Stunden Fahrt findest du dich um 18.45 Uhr in einer kleinen Stadt wieder. Plötzlich unterbrechen sämtliche Bewohner der Stadt ihre Tätigkeiten und begeben sich in ihre Häuser. 15 Minuten später stürzen sich hunderte Vögel in den Tod. Sie fallen nicht nur, sie stürzen sich regelrecht auf den Boden, als wollten sie in diesen eintauchen, als wäre es ein See. Was sich anhört wie ein Traum, passiert jährlich in einer Stadt namens Yatinga. Das gerade beschriebene Ereignis ist ein tägliches Ereignis, das in den Monaten November und Dezember zwischen 19 und 22 Uhr auf einem etwa 2 Kilometer langen Landstreifen in der Gemeinde Yatinga stattfindet. Dieses Phänomen ist nicht auf eine einzige Art beschränkt, wie etwa auf den Seidenreiher, sondern alle Arten sind betroffen. Keiner der Einwohner kann sich an eine Zeit erinnern, in der dies nicht geschehen ist. Yatinga selbst ist eine kleine und bescheidene Gemeinde, von der kaum Notiz genommen wird. Es sieht dort genauso aus wie in jeder anderen ländlichen indischen Gegend. Das Phänomen wurde auch bereits von zahlreichen Fachleuten untersucht. Die einzige Beziehung, die hergestellt werden konnte, war, dass in einigen Regionen Indiens während dieser Monate auch Monsunzeit ist. Darüber, was diese Selbstmordversuche auslöst, sind sich Experten nicht nur uneinig, sie haben auch kaum Theorien dafür entwickelt. Aber Yatinga ist nicht der einzige Ort auf der Welt, wo Tiere sich sonderbar verhalten. Im Fall der Overton-Brücke zum Beispiel waren es Hunde, die sich reihenweise hinab in den Selbstmord stürzten. Im Falle der Vögel wurden alle Möglichkeiten von Fachleuten ausgewertet. Vom Nebel bis zu den Fackeln der Dorfbewohner, die die Vögel desorientieren könnten. Die Fackellichttheorie ist derzeit auch die vorherrschende. Da es aber jedoch überall in Indien brennende Fackeln gibt, ist diese Theorie nicht stichhaltig genug. Man müsste davon ausgehen, dass überall in Indien Vögel herab in den Tod stürzen. Und das nicht nur während dieser 2 Monate. Trotz der rund 40 Arten mit unterschiedlichen Flug- und Fütterungsmustern ist die Art und Weise, wie die Vögel sich auf den Boden stürzen, bei allen gleich. Immer zu einer bestimmten Jahres- und Uhrzeit. Auch fand man heraus, dass sich alle 40 Arten vor dem Absturz aus dem Norden näherten. Bei der Untersuchung der Fackeltheorie versuchten Forscher, das gleiche Phänomen aus dem Süden hervorzurufen. Allerdings erfolglos. Zahlreiche Wissenschaftler haben die Region besucht, um die Ursache zu ermitteln, aber keiner hat eine vernünftige Erklärung finden können. Es ist zwar nur ein winziger Teil unserer Erde, auf dem dieses Verhalten regelmäßig beobachtet werden kann, doch trotzdem ist es außerordentlich faszinierend und zieht Wissenschaftler seit Jahren in seinen Bann. Es bleibt abzuwarten, ob einer von ihnen die Ursache dieses mysteriösen Verhaltens eines Tages vielleicht doch ergründen kann.